Sicherlich war der Neujahrsempfang der Ehrenamtler 2012 für alle Beteiligten ein ganz besonderer. Der Empfang gehört mittlerweile zur Hagener Tradition und ist gute Sitte, um allen ehrenamtlich Tätigen in Hagen zu danken. Ich nutze an dieser Stelle die Gelegenheit, auch im Namen der Sparkasse Hagen, Ihnen allen einfach Danke zu sagen. Im letzten Jahr hat der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Hagen die Zeit gewürdigt, die Sie im Rahmen der Ausübung des Ehrenamtes andere schenken. Und wenn man etwas schenkt, dann darf man auch auf ein Danke hoffen. Das ist nicht unbescheiden, das ist nicht unverschämt. Der Dank ist verdient, er bedeutet Anerkennung und Motivation. So lassen Sie uns alle gemeinsam daran arbeiten, dass der Motor Ehrenamt brummt und läuft und läuft und läuft. Nochmals vielen Dank für Ihre Arbeit, sagt Ihnen die Leitung der Freiwilligenzentrale, Frau Krause. Und allen voran in Persona, Wolfgang Hollecker, Wolfgang Köstel und Ihre Melanie Kurz. Über 300 Menschen waren der Einladung gefolgt. Es gab die neue Ehrenamtskarte, die an über 100 ehrenamtlich tätige Menschen persönlich durch den Hagener Oberbürgermeister Jörg Deben ausgegeben wurde. Und ich möchte die Hagen ohne diesen ehrenamtlichen Einsatz überhaupt nicht vorstellen. Und da ist es richtig und notwendig, an den gebotenen Stellen immer wieder auch Danke zu sagen für den Einsatz, den Sie alle Tag für Tag hier leisten. Wir wollen im Rahmen dieses Neujahrsempfangs zum ersten Mal diesen Dank, Klaus Oberliesen hat es eben gesagt, auch in einer Art Form gießen. Wir haben im Spätsommer und im Herbst nach einem entsprechenden Ratsbeschluss mit dem Land eine Vereinbarung abgeschlossen, dass auch wir uns beteiligen an dem System, an der Aktion Ehrenamtskarte. Eben einem Symbol für ein Dankeschön, dass die Gesellschaft ein wenig zurückgibt von dem, was Sie jeden Tag eben auch der Gesellschaft geben. Ein Symbol, was natürlich auch nur symbolisch wirken kann, was niemand davon abhält, trotzdem seinen Lebensunterhalt mit ehrlicher Arbeit verdienen zu müssen, was aber eben doch ein wenig Anerkennung spiegelt. Und ich will an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön sagen an all die Firmen und Institutionen, die jetzt schon deutlich signalisiert haben, mit zum Teil ausgesprochen attraktiven Angeboten, attraktiven Rabatten, dass sie sich an dieser Aktion beteiligen, dass auch die damit eben das Ehrenamt in unserer Stadt wertschätzen. Und ich denke, dies ist ein Applaus wert an all die Gerichte, die hier mitmachen. Toller Abend, war eine gute Gelegenheit, den vielen Ehrenamtlichen in Hagen nochmal ein herzliches Dankeschön zu sagen. Wir haben die ersten 100 Ehrenamtskarten verteilt, eine auch an der Stelle wirklich symbolische Anerkennung für das, was für die Gemeinschaft geleistet wird. Und ich hoffe, es geht in 2012 genauso weiter. Es gab eine tolle Moderation und viel Ehr und es gab, nach langer Abstinenz, die Dösköppe. Hätte man es vorher publiziert, dann wäre sicherlich das Sparkassenforum aus den Nähten geplatzt. Die Hagener Legenden präsentierten einen Querschnitt durch ihre Programme und auch Aktuelles. Ein gelungener Abend, so sahen es auch Stefanie Krause von der Freiwilligenzentrale in Hagen und Peter Moog, der Ehrenamtsbeauftragte der Stadt Hagen. Super, wir hatten schon einige tolle Veranstaltungen dabei und auch, wo wir viele Ehrenamtliche selber haben zu Wort kommen lassen, aber stimmungsmäßig dürften wir heute schon ein Highlight gesetzt haben. Also ich kann mich in den letzten Jahren auch nicht erinnern, dass es A so voll war, so gut besucht war wie heute und dann wirklich von der Stimmung von A bis Z alles vor und hinter der Bühne gut geklappt hat. Das ist ja ein Zeichen, dass vielen Ehrenamtlern das auch wichtig ist, ne? Diesen Dank auch zu bekommen, dieses Feedback zu bekommen, nicht nur einfach da zu sein, den kleinen Imbiss mitzunehmen, sondern ganz einfach auch dieses Feedback zu bekommen. Die Ehrenamtskarte ist jetzt draußen. Gab es schon irgendwie Feedback von verschiedenen, die gesagt haben, Mensch, tolle Sache oder wie sie das finden? Also die Rückmeldung gibt es auf jeden Fall. Also die, die sie bekommen haben, haben sich ja beworben, weil sie die auch wirklich haben wollten und nicht so sehr die Anerkennung, also diese Gutscheine oder die Nachlässe haben wollen, sondern denen geht es vielmehr darum, wirklich auch zu zeigen, wie engagiert die ganzen Leute sind. Und es sind jetzt nochmal etliche Leute auf uns zugekommen und wir waren auch vorbereitet. Wir haben nochmal 40 Bewerbungen hier gehabt. Leute mitgenommen haben, sind da auch schon wieder fast aus und haben dann gesagt, die müssen sich die dann aus dem Internet bei uns runterholen. Und wir haben es ja auch in Kontakt mit anderen Städten. Wir waren ja hier sozusagen das weiße Feld Hagen. Rings um uns herum haben schon alle Städte und Gemeinde die Ehrenamtskarte und da kriegt man natürlich sehr viel mit. Und wir hatten sehr viele Nachfragen, auch warum haben wir das in Hagen eigentlich noch nicht, wo es das in Witten, in Wetter und sonst wo schon lange gibt. Das heißt, wer sich jetzt noch bewerben möchte, was macht ihr? Wie macht ihr es? Entweder
Netzwerk Kontakt zur Freiwilligenzentrale aufnehmen, telefonisch oder auch vorbeikommen zu unseren Öffnungszeiten oder aber auch sich die Bewerbungsunterlagen im Internet auf der Seite www.fzhagen.de runterladen und dann die Anträge einfach wieder bei uns abgeben und dass ich dann entscheiden, ob er die Karte lieber sofort haben möchte, was wir dann machen könnten, auch vor Ort, wenn es alles unterschrieben ist, alles komplett ist, oder aber ob er sagt, ich möchte das dann bis zur nächsten Verleihung, die wir dann im halbjährlichen etwa machen wollen, warten. Was das Positive dabei noch ist, der Gesetzgeber wollte es wirklich mal einfach machen. Es gibt ein Infoblatt, das ist 2 Seiten lang, kann man sich auch genau dort runterladen. Und da steht alles Wichtige drin, wer wie wann die Karte bekommen kann. Also das ist wirklich sehr einfach und übersichtlich, überhaupt nicht bürokratisch.